Northstark, der NGO, bei der ich hier arbeite. Northstark setzt sich für die Rechte von marginalisierten Gruppen wie Frauen oder auch der Jugend ein. Und ja, normalerweise arbeite ich hier im Büro. Heute waren wir bei zwei Communities für ein neues Projekt, das heißt Power to Youth. Seit Mitte Oktober 2021 bin ich als erste Freiwillige hier in Tamale, der drittgrößten Stadt Ghanas und regionalen Hauptstadt der Northern Region. Die NGO Northstark arbeitet seit inzwischen 20 Jahren mit 30 Mitarbeitenden in fast 25 Projekten mit und für marginalisierte Gruppen wie Frauen, Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung oder jungen Menschen. Als Praktikantin bin ich hauptsächlich im neuen Projekt Power to Youth involviert, darf aber auch bei der Konzeption, Durchführung und Nachbesprechung anderer Projekte mitarbeiten. Northstark gibt mir so tiefe Einblicke in die vielfältige Arbeit und ein tieferes gesellschaftliches Verständnis. Falls du dich ebenfalls gerne in politischen Themen engagierst und interessiert an aktiver, selbstständiger Arbeit bist, wird dir Northstark viele wertvolle Perspektiven bringen. Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden und gleich fahre ich zur Arbeit, aber davor wollte ich euch noch den Papaya-Baum zeigen, der bei meiner Gastfamilie im Hof wächst, weil gerade ist Papaya-Zeit. Und das heißt, es gibt sehr viele sehr leckere Papayas. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier in Tamale lebe ich bei einer Gastfamilie mit zwei jugendlichen Kindern und einer Haushaltshilfe, da meine Gasteltern sehr wohlhabend sind. Ich genieße sowohl ein nettes Familienleben als auch Privatsphäre und insgesamt viele Freiheiten. In meiner Freizeit spiele ich regelmäßig Volleyball. Meine anderen engen Freundschaften habe ich entweder in der Einsatzstelle oder in der Stadt geschlossen. Insgesamt habe ich so ein ausgefülltes und bereicherndes Großstadtleben in Ghanas interessantem Norden.